finde halt die Welt total absurd. Ich finde halt alles total absurd. So, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht absurd finde. Wirklich. Und dann, wenn ich dann mal was Absurdes sehe oder fühle oder höre oder so, dann ist das wie so ein, so die dunkle Wolkendecke reißt auf und denkst so, ja genau. So. Ich meine zum Beispiel Helge Schneider, ne? Also deswegen heiße ich nicht Schneider, dass ich, da kannte ich den noch nicht. Aber so Helge Schneider so ist einer der ganz wenigen Menschen in Deutschland, der die Wahrheit spricht, finde ich. So. Und alle lachen drüber. Warum lachen sie? Weil sie wissen, dass es die Wahrheit ist, letztendlich. Wieso heißt du Schneider? So ein Partywitz. Meine Familie hat sich gerade aufgelöst und ich hatte sowieso keinen Bock auf meinen Namen, weil ich wollte eigentlich so einen Strich hinter die Vergangenheit machen. So. Also das ist eigentlich die, das habe ich glaube ich noch nie erzählt. Ich war auf einer Party und da kannte ich niemanden und ein Freund von mir hat mich damit hin. Als ich gerade nach Bielefeld gezogen bin, aus Sennestadt, was ein Vorort ist, ne, von Bielefeld. Und dann war ich halt auf dieser Party und da kannte ich halt niemanden und da habe ich mir so aus Spaß halt guten Tag, also ich hatte das so als Ohrwurm im Kopf, guten Tag, mein Name ist Schneider. Weil ich einen Abend vorher schon auf einer anderen Party war und dann bin ich aufgewacht da im Keller, halt so ziemlich betrunken noch so, und dann hatte ich so den ganzen Tag im Kopf so, guten Tag, mein Name ist Schneider. Ich weiß nicht, ich mag Sound und ich mag Musik oder auch, ich mag ja nicht nur Songs, ich mag eigentlich alles, weil ich finde in, also nicht alles, aber sag mal, es gibt, ich mag sowohl Singer-Songwriter als Format sich auszudrücken, als auch purer Lärm oder Noise oder Field Recordings, also Feldaufnahmen heißt das auf Deutsch. Das habe ich auch gelesen. Also wenn man jetzt irgendwelche Sachen, interessanten Sachen hört draußen oder so, ich nehme das auch ganz viel auf und baue das dann in Stücke ein oder improvisiere damit rum oder lasse es auch manchmal so. Also auf Skodam Luvit, auf der letzten Schneider-Tame-Platte ist auf der CD-Version ein Hidden Track, das ist halt auch ein Field Recording bei mir aus dem Fenster im Prenzlauer Berg, als überall Baustelle war und ist jetzt immer noch, aber und einfach weil der Klang der Straße ist einfach Wahnsinn. Hast du so ein Lieblings-Field-Geräusch? Wir waren vor ein paar Jahren mal, schon Ewigkeiten her, mal in Rom und sind da nach sehr viel Wein so im Sommer im T-Shirt durch die Straßen gelaufen, sind an so einem Hauseingang vorbeigekommen, der hatte so eine Gegensprechanlage und die war irgendwie kaputt. Auf jeden Fall ging das, war das so ein totaler Noise, so und so eine super interessante, total funkig, so funkige Struktur. Was ich wirklich gerne mal machen würde, wäre so, zum Beispiel Neil Young spielt Gitarre, so wie bei Dead Man, dem Soundtrack von dem Jim Jarmusch Film. Und die Mikros, die vor seinem Verstärker stehen, gehen in mein Mischpult und ich kann das live verdrehen alles. So, das würde ich sehr gerne mal machen. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst, aber gerne kannst? Ganz viel. Ich kann so total viel Klavier spielen. Zum Beispiel, ja. Ich kann auch alles andere nicht wirklich. Ich mache es halt trotzdem. Also jetzt gerade musikalisch ist das gerade eine total, finde ich, langweilige Zeit gerade. Es passieren ganz viele interessante Sachen, die passieren aber so völlig dezentral. Und die Sachen, die so Hype sind, das ist halt so, so konservativ, also wirklich so, da geht halt echt nicht viel. Und also ich finde das generell so diese Superstar, diese Superstar-Szene, so finde ich ziemlich tragisch im Moment, muss ich sagen. Und da gehört Madonna auch dazu, finde ich so. Weil das ist nicht normal für eine 60-jährige Frau irgendwie oder 55-jährige. Nicht, dass man normal sein muss, aber irgendwie fühlt sich das für mich nach Psychose an, so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das zu hart, aber die so große Stars haben ja sowieso alle Psychosen, sonst wären sie ja gar nicht so große Stars. Es gab immer
gute Musik. So. Und das ist halt meistens die Musik, die nicht unbedingt ausschließlich oder in erster Linie aus kommerziellen Gesichtspunkten entsteht, sondern eher Musik, die irgendwo anders her, die, der man anhört, dass die Leute das machen müssen, einfach um, ja, um ihre Seele in Synchronisation zum Universum zu halten oder so. Irgendwie solche Musik mag ich. Also zum Beispiel Britpop heutzutage, so diese jungen ganzen Frisurenbands, so, die mag ich zum Beispiel gar nicht, obwohl die alle ganz prinzipiell eigentlich einen ganz okayen Sound schieben, aber es haben halt früher andere viel besser gemacht, weil die haben irgendwie um ihr Leben gespielt und die, das ist halt jetzt so eine Zweitverwertungswelle, so, ne? Und das zum Beispiel, das kann ich mir keine zwei Sekunden anhören. Ich kenne es ja trotzdem, weil man überall zugeballert wird damit, so, aber. Baby rock, rock. Musik gehört einfach zum Leben für mich wie Essen und Trinken. Also ich denke ja auch nicht darüber nach, ob ich jetzt essen muss oder trinken muss, weil wenn ich das nicht mache, gehe ich ein. Und wenn ich keine Musik machen würde, würde ich auch eingehen, weil ich glaube, dass ich das brauche. So für mich und also als Kommunikationsmittel. Jetzt nicht so für mich so, yeah, bin ich geil, ey. Sondern eher so, ne? Als Kommunikationsmittel, weil ich finde halt, worunter ich oft echt leide, obwohl ich gerade so viel laber, ist halt, dass Worte oder Sprache halt ist ein sehr fehlerhaftes Kommunikationsmittel. Also da ist oft, ich habe ja auch finnische Freunde, die auch teilweise, mit denen man sich herrlich anschweigen kann, so. Und das sagt oft mehr als wenn man die ganze zwei Stunden lang labert wie ein Wasserfall. Und es geht viel tiefer. Ne? Also ich mache eigentlich Musik, um weniger reden zu müssen. Schrodam Luvit. Ne? Das ist tschechisch und das heißt, es ist schade, überhaupt drüber reden zu müssen. Und das sagt meine Oma immer, wenn sie sich mit mir über unerfreuliche Themen unterhält. Und man redet und redet, man weiß, dass es nichts bringt. Ne? Ist ja eh klar. So, und das heißt halt, Skodam Luvit, ach komm, egal. So. Schade überhaupt drüber reden zu müssen, ist ja eh klar. So. Nö, Alter, wenn du älter werden, finde ich super. Nö, aber keine Ahnung, man macht und macht und macht und die Zeit vergeht und auf einmal macht man das schon über 20 Jahre. So. Und früher dachte man immer so in den 80ern, als ich dann so Fan von Velvet Underground wurde und so, boah, ey, das ist uralte Musik, ey, das haben die vor über 20 Jahren haben die das gemacht und jetzt so, Berlin? Ja, Berlin ist schon, also am ehesten so Heimat, muss ich sagen, weil Berlin verändert sich die ganze Zeit, selbst wenn man so im Prenzlauer Berg wohnt. Der sich auch nicht unbedingt zum Guten verändert, gerade finde ich. So. Weil der wird nämlich gerade ein bisschen wie Bielefeld und das, oder Stuttgart oder so. Also Badminton zum Selbstspielen finde ich super. Also ist die einzige Sportart, die ich treiben würde. Also mache auch. Dann finde ich Poolbillard total gut. Das mache ich auch sehr viel bei uns unten im Haus in der Kneipe. Das gucke ich auch manchmal eigentlich. Das ist der einzige Sport, den ich auch, also Snooker ja eher, ne, den ich manchmal gucke auch. Und dann finde ich total irgendwie leider, obwohl es echt voll die Umweltpest ist, finde ich ja Motocross, also Cross-Motorräder, die so durch die Luft fliegen, total gut. Was ich auch echt cool finde, ist Eisstockschießen. Im Winter. Ich meine, das ist auch wirklich. Ich meine, Eisstock schieße, also ist so eigentlich schon fast Comedy. Kennst du? Die haben diese sieht aus wie so eine altertümliche Wärmflasche mit so einem Henkel, also eine Mischung aus Wärmflasche und Bügeleisen. Also das schießt man nicht genau, so. Genau, die nehmen und sind alle total betrunken so und nehmen Anlauf und lassen das Ding. Also die müssen halt auf so einen roten Punkt kommen, glaube ich. Und wie heißt das? Schießt. Also mit der Hand wirft, ja, werfen nicht, aber so lässt es gleiten und dann sind zwei andere mit so Putz, mit so Besen und so, die uns halt so davor herfegen und das finde ich total
genial. Not enough dimensions, not enough